Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Archäometallurgie. Heute soll es um eine Handbüchse gehen oder ein Handrohr. Ich modelliere gerade das Handrohr von Danzig. Dann zeige ich euch hier nochmal ein Close-up von dem Modell der Danziger Handbüchse mit seinen drei Köpfen. Und das werden wir dann gleich in eine Lehmform bringen, sodass wir später bzw. morgen das ganze Ding in Bronze gießen können. Wie muss man sich die Herstellung jetzt vorstellen? Nun ja, das Ganze hier ist zwar schwarz, aber es ist dennoch ein Modell aus Wachs. Das ist lediglich mit Ruß eingefärbt, dass man beim Modellieren besser sieht, was man da macht. Das Wachs wird eingebettet in eine feuerfeste Masse, in dem Fall ein Lehm mit Tierharn gemischt. Es wird getrocknet, das Wachs wird danach ausgebrannt im Feuer und dabei entsteht der Hohlraum. Und danach können wir da reingießen. Wir haben hier eine sehr frühe Form einer Feuerwaffe aus dem Mittelalter. Das ist sehr spannend, weil das von einem Mündungskopf ein dreigesichtige Darstellung hat. Das wird oft mit dem Gott Triglav von den Slawen gleichgesetzt und ist insofern kulturhistorisch ziemlich spannend. Dann wird das ganze Modell erstmal richtig schön schmutzig gemacht. Das ganze Modell schön eingestrichen mit der ersten Schicht. Dabei legen sich die ganzen feinen Bestandteile in die Vertiefungen. Und jetzt kann ich anfangen, die eigentliche Form aufzubauen. Nachdem jetzt der Ton aufgetragen ist überall, komme ich zum Trichter oben. Damit ist die Form dann auch fertig und muss getrocknet und gebrannt werden. Die Form ist jetzt fertig, kommt jetzt zum Trocknen an die Luft, an die frische Luft, wird später ausgebrannt und dabei entsteht dann der eigentliche Gusshohlraum. Thank you.